Hallo meine Leute, heute möchte ich euch wieder mal etwas Modellbahnmäßiges zeigen. Ich habe mich gestern ein bisschen in Riesa ausgepowert beim Bäumesägen und da reicht es heute lediglich mal für ein paar Modellbahnaufnahmen. Heute möchte ich euch mal ein paar alte Fahrzeuge zeigen von Gützold und Peko. Einfach mal, was so aus DDR-Produktion noch stammt, denn die Fahrzeuge, so alt wie sie auch sein mögen, die sind einfach unverwüstlich. Teilweise 40 Jahre alt die Maschinen und sie laufen immer noch. Ein bisschen Wartung, ein bisschen Öl und dann klappt das. So, dann wollen wir heute mal anfangen. Mit der V100-025 von Gützold. Ich denke mal, jeder wird sie kennen. Am Haken hat sie zwei Schicht-Rekowagen. Man hört, es steckt noch richtig Sound dahinter. So, wer natürlich die 025 kennt, wird auch die blaue Maschine kennen, die V100-001. Jedoch gibt es ja auch zwei verschiedene Varianten, einmal eine Bauchbinde und dann auch mit zwei Bauchbinden. Hier zunächst die Variante mit der einen Bauchbinde. Sie schnurrt wie ein Kätzchen. Die Maschine habe ich eigentlich nur noch mit halbem Innenleben und diversen Fehlteilen und kaputten Teilen für 10 Mark damals noch einem Kumpel abgekauft. Und durch einen anderen guten Freund läuft sie inzwischen wieder. Das war übrigens auch mein Glücksbringer in der Schulzeit. Diese Lok stand bei mir zum Beispiel in der Mathe-Klassenarbeit und in der Mathe-Abschlussprüfung auf dem Tisch. Und die Abschlussprüfung habe ich mit der 1 abgeschlossen. Und am Haken hat es hier eine bunte Vielzahl verschiedener Güterwagen, verschiedener Hersteller. So, hier haben wir nun die Variante mit den beiden Bauchbinden. Die Maschine ist etwas älter, eine ältere Produktion. Und diese hat auch noch den Vorgängermotor der anderen beiden Maschinen drin. Und dementsprechend, man wird sehen, läuft sie schon etwas grantiger, etwas älter. Der Motor ist eigentlich nicht mehr viel wert. Aber sie läuft noch, nach über 40 Jahren. So, das ist schon die Maximalgeschwindigkeit. Der Motor ist einfach zu schwach für die wenigen Güterwagen. Diese Variante mit den beiden Bauchbinden ist die eigentlich originale Bauart. Und dieses Fahrzeug ist auch schwerer zu bekommen. Also ich habe auch nicht gewusst, dass es diese beiden Varianten gibt. Also wer die Maschine mit zwei Bauchbinden hat, der kann sich glücklich schätzen, dass er sie hat, denn sie ist schwer zu bekommen. Ich habe auch mehrmals schon nichts gesehen davon. Es hat Jahre gedauert, um die Lok zu finden. Muss man einfach Glück haben. So. Da hier nicht nur Dieselloks und Dampfloks produziert wurden, sondern auch bereits Elektrolokomotiven. Hier mal eine E44 von Peko. Eine eigentlich bis heute doch gelungene Maschine und auch schön gewordene Maschine.
Auch sie darf eigentlich in keiner Sammlung fehlen. Auch wenn ich eher Epoche 5-Bahner bin, so die 90er bis 2000er, gefällt sie mir doch und sie gehört einfach dazu. Hier gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, sie hat wieder den gleichen Güterzug am Haken. Neben der E44 gab es auch noch die Baureihenfamilie der Holzroller, die sogenannten E11 und E42. Beide Varianten gab es in Grün und in Bordeauxrot. Hier ein grüner Vertreter der E11 mit einem Regowagenzug mit Postbeförderung. Ein paar kleine Kontaktprobleme gibt es dort vorne in der Kurve, ich weiß noch nicht warum. Die Lok sollte eigentlich als Ersatzteilspender dienen. Ein guter Kumpel von mir hat sie wieder hergerichtet, komplettiert und selbst abgebrochene Teile am Rahmen wieder eingefügt. Vielen Dank hier für die Instandsetzung meiner Lokomotiven. So, normalerweise kann man diese ganzen DDR-Fahrzeuge auch heute noch auf der Modellbahn fahren lassen. Das Ganze hier ist Gleichstrom. Und diese Fahrzeuge gibt es eigentlich gebraucht zwischen 20 und 40 Euro, je nachdem in welchem Zustand sie sind. Auch Ersatzteile gibt es nach wie vor noch zu bekommen. Schwierig wird es allerdings mit den Glühbirnen, diese gibt es nicht mehr. Das heißt, man müsste die Maschinen jetzt auf LED umrüsten. Wer jetzt also doch Lust bekommen hat, wieder eine Modellbahn aufzubauen, und aber einen schmalen Geldbeutel hat, die Lok und die Waggons, die bekommt man für wenig Geld. Also man kriegt eigentlich eine Grundausstattung für unter 100 Euro zusammen. So, das war's dann wieder von mir heute. Bis zum nächsten Modellbahnvideo oder auch erst im realen Bahnverkehr. Euer Tino.